aber trotzdem, ich trinke seitdem keinen Kaffee mehr. Und das ist halt, sind halt alles Sachen, ich glaube, das ist ähnlich wie bei einem Raucher. Das Schlimmste am Aufhören ist, glaube ich, die Gewohnheit abzulegen. So dieses, ich stehe morgens auf und rauche eine oder sowas. Das ist halt reine Gewohnheit. Und zusätzlich halt noch der Suchtfaktor, der halt da ist beim Rauchen, macht es natürlich noch mal ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, vieles ist auch Gewohnheit. Und so ging es mir jetzt, ne? Ich mit meinem Kaffee. Und ich muss gestehen, ich merke, daher, dass ich halt sehr viel Kaffee getrunken und habe und oft fast nur Kaffee getrunken habe, ist bei mir natürlich so gewesen, dass das, mein Körper ist natürlich auch gewohnt gewesen, hier Koffein, 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 was natürlich auch nicht gesund ist, in dem Maß, wie ich es hatte. Ne, und ab und zu dann noch Energies. Ich merke das vor allem in der Umstellung, weil ich jetzt vor allem auch in letzter Zeit sehr viele Probleme hatte, irgendwie so mein Rhythmus wieder hinzukriegen, so mit dem Schlafen und Aufstehen so, was ich vorher eigentlich mehr oder weniger im Griff hatte, ne, dass ich halt abends ins Bett bin und morgens aufstehen so. Aber durch diesen Wechsel, glaube ich, habe ich da aktuell so ein bisschen meine Probleme. Und da merke ich eigentlich so zum ersten Mal, dass Koffein bei mir halt doch irgendwas bewirkt hat, weil ich ja wirklich, ich konnte abends irgendwie einen Kaffee trinken, bevor ich ins Bett bin, und konnte ohne Probleme relativ schnell schlafen, so. Wo ich mir dachte, so, ja, Koffein, das macht mir nichts mehr, so. Aber das war halt ein Irrtum. Das merke ich erst jetzt, wo ich keinen Kaffee mehr trinke. Das ist schon... Das sind Dinge, die man vorher halt nicht so bemerkt. Da muss ich, glaube ich, dann ein bisschen mit Erde und so hin. Das ist schon ein Unterschied. Und natürlich werde ich auch wieder ab und zu mal einen Kaffee trinken. Das war jetzt einfach mal so der radikale Weg, alles umzustellen. Und ich bin ja dabei, nach und nach so ein bisschen Sachen wieder reinzubringen. So. Wie eben, dass ich am Anfang nur mich von dieser Flüssignahrung ernährt habe. Was natürlich auch ein ziemlicher Kampf war. Weil wenn du vorher halt wirklich Kalorien reingestopft hast, täglich bis zum Abwinken, was mir auch erst jetzt so richtig auffällt, wie viel das eigentlich teilweise gewesen ist, dann ist das schon ein krasser Unterschied, wenn du dann irgendwie nur so einen Drink nimmst und das soll dann reichen, so. Wo du so denkst, hä? Aber ich hab doch früher und so. Es ist schon krass. Warum trage ich das eigentlich alles bei mir? Also, ich kann wirklich jedem empfehlen, wenn ihr irgendwas verändern wollt oder so, egal was es ist, am Anfang ist es immer schwer. Und ich muss sagen, es ist für mich persönlich auch irgendwie auf mentaler Ebene eine Erfahrung, die mir, glaube ich, auch in anderen Dingen helfen wird. Ich kann mal ein Beispiel nennen. Ich habe zum Beispiel immer das Problem, oder habe immer zum Beispiel Chrissy gesagt, so, jo, ich will nicht, dass du meine Let's Plays guckst, wenn ich da bin, weil es mir halt irgendwie unangenehm. Und aktuell überlege ich tatsächlich, ob ich ihr sage, so, jo, mach doch. Und das ist,
Ganz merkwürdig. Das ist ganz merkwürdig. Also, ich glaube, diese Umstellung an sich ändert auch irgendwie so gewisse Ansichten irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Schwierig. So, hier, da muss ich auf jeden Fall irgendwie mit Erde oder sowas dann an die Sache ran, weil das ist hier ein bisschen tricky. Außerdem hält meine Goldschaufel auch nicht mehr allzu lange. So, jetzt ist natürlich die... Ach ja, den Stein habe ich reingemacht, damit ich hier dann vielleicht ein bisschen die Fläche noch anpassen kann. Zumindest ein bisschen. Warten wir mal eben, bis es Nacht ist. Warum ist jetzt keine Musik mehr da? Moment. Das Lied hat wohl ein sehr langes Ende ohne Sound. Das ist natürlich nicht so toll. Warum zerfallen die hier nicht? Was ist denn das für eine neue Mode? So. Gut, dann gucken wir mal. Gut. Warte mal eben, bis der Stein hier noch fertig ist. Ein bisschen hier den Schnee weg. Der müsste ja, glaube ich, wieder kommen, ne? Nach einer Weile. Er ist ja hier wegen der Höhe, nehme ich an. Sonst wäre doof. Aber ich denke mal schon. Hier haben wir Erde drunter. Auch irgendwie Feuer hinmachen, ne? Dann schmilzt der Schnee auch quasi. Irgendwie voll ungewohnt, wieder auf einer Minecraft Karte zu sein und zu wissen, dass man komplett alleine ist und nicht irgendwo einfach mal ein paar Sachen angucken gehen kann oder sowas, sondern es ist halt alles hier. Es gibt nur das, was ich gemacht habe. Gleich haben wir das hier. Habe ich das nicht schon weggemacht? Verwirrt. So,
Wie sieht's hier aus? Ein bisschen was haben wir. So, dann würde ich nämlich sagen, dass wir das hier noch so ein bisschen... Was guckst du denn da unten so blöd, hä? Mach dir dein eigenes Zuhause. Oh, ich mache jetzt einfach überall, wo hier direkt im Anschluss. Also das sind zwei. Okay, ja, egal. Wir haben schon keine mehr. So, Moment. Ich hier die CPU und so nicht mehr. Obwohl die CPU, die hat sich jetzt eigentlich ganz gut eingepegelt, aber der Arbeitsspeicher ist schon krass, wie der belastet wird. Ich meine, wir spielen fucking Minecraft, so, weißt du? Also, schon irgendwie komisch. Naja. So, wir nehmen mal einen normalen Stein. So, wie mache ich denn das jetzt am besten? 3, 4. Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, was ich hier mache. Ich möchte das nur erwähnt haben, ne? Natürlich für unsere Nahrung nicht so gut, wenn ich hier mal wieder runterspringe. Okay. Ich bin dann mal blind. Da möchte ich eigentlich schon wieder einen anderen Stein haben. Das war leider 1 zu 4. So. Schön ist jetzt anders, ne? So. Hat halt mit rund überhaupt nichts zu tun, aber egal.
ist halt die Frage. Das ist irgendwie merkwürdig. Das ist irgendwie merkwürdig. Irgendwie anders machen. Ich übe noch, ja? Diese Art von Bauformen sind Neuland. Sonst mache ich immer nur gerade Wände, ja? Ich aber auch sagen, dass wir dann hier zumachen. Obwohl diese innere eigentlich sowieso gar nicht nötig ist. Da können wir später vielleicht noch was machen. Wir versuchen jetzt uns halt mal der Natur anzupassen. Obwohl, dann müssten wir eigentlich sogar sagen, dass wir das wirklich machen. Das wäre der Natur anpassen. Gut, hier müssten wir dann noch ersetzen. Also ich bin ehrlich, ich habe noch keinen Plan, was das hier werden soll. Wirklich nicht. Also so gar nicht. Deswegen erwartet hier keine Kunstwerke. Aber wenn ihr Kunstwerke erwarten würdet,
dann wäret ihr sowieso nicht hier, weil ihr kennt mich.